Lehmann. Gude. Ja, steht auch auf dem T-Shirt drauf, ist geil, ne? So. Ich habe einen Text für euch dabei. Ja, fangen wir einfach an. Ich liebe Frankfurt. Es gibt für mich keine großartigere Stadt als diese sich selbst zur Metropole ernennende Ansammlung von Bankern, Babos und Bekloppten. Wenn ich die Stadt mal verlassen habe und wieder auf dem Weg nach Hause bin, stellt sich das wohlige Gefühl von Ankommen immer dann ein, wenn die Skyline am Horizont erscheint. Das war nicht immer so. Auch ich gehöre zu den über 35% der Menschen mit Migrationshintergrund, die in dieser Stadt leben. Auch ich musste mich hier erst akklimatisieren, lernen, mich den Gepflogenheiten anzupassen, lernen, dass ein Leben ohne Gewalt möglich und erstrebenswert ist. Und ich habe dafür Jahre gebraucht. Doch jetzt bin ich Lokalpatriot, gehe zur Eintracht, trinke im Sommer groß sauer, sitze am Mainufer, hasse Offenbach und finde das Mispelchen, die tägliche Obstration decken können. Und es gibt wenige Dinge, die ich so feiere, wie die ganz eigene Stimmung in Ebbelwey-Kneipen. Denn hier werden Menschen von Kellnern genau so behandelt, wie es mir meine mittlerweile gute Erziehung und ein gewisser Anstand verbieten. Konsequent scheiße. Ja. Es erinnert mich einfach auch an meine Herkunft, ne? Es gibt auf der Welt eben keinen anderen Dienstleister, außer eventuell die Deutsche Bahn, die ihre Kunden so räudig behandelt wie Kellner Gäste in Ebbelwey-Lokalen. Als Wahlfrankfurter ist man das gewöhnt und ich bin jedes Mal dankbar, hier zum Essen nicht auch noch eine Tracht Prügel zu bekommen. Da, wo ich herkomme, ist das leider normal. Ich gehe allerdings nur in Lokale mit übermäßig großem Touristenanteil, da ich dort als Einheimischer akzeptiert werde. Denn selbst wenn ich mir den Eintrachtadler auf die Glatze tätowieren würde, wäre ich immer noch kein vollwertiges Mitglied dieser Stadt und meine Herkunft ein Grund für schlechte Späße und Ausgrenzung. So sitze ich an einem Tisch, esse einen Handkäse, trinke einen Sauer und warte, bis es beginnt. Jedes Mal wird nach kurzer Zeit eine Gruppe Touristen mit einem herzlichen "Setzt euch dahin" an meinen Tisch gesetzt. Nachdem die Karte gefühlt aus 40 Metern Höhe auf den Tisch fallen gelassen wurde, beginnt das Schauspiel der Bestellung. Die ersten 6 bestellen in ihrem besten Hochdeutsch einen Äpfelwein. Kellner sagt bemüht freundlich: "Ja, da bringe ich euch halt eine Bembel, also ein 6er, braucht ihr Wasser dazu." Überforderte Blicke. "Ein Bembel, da sind 6 Äpfelwein drin." Fragende Blicke. "Hier." Er zeigt auf den Nachbartisch. "Ein Bembel, gefüllt mit Apfelwein, reicht für 6 Leute." Er spricht wie ein Sonderschullehrer. Nicken. Der 7. bestellt einen Pilz. "Hab ich nicht." "Ja, okay, dann hätte ich gerne einen Radler. Hab ich auch nicht." "Ja, dann nehme ich einen Hefe. Bub, pass mal auf, ich habe hier kein Bier. Ich bringe euch einfach 6er Bembel. Du bekommst auch Geripptes, dann kannst du mittrinken, wenn du magst. Und weil ihr ja definitiv nicht von hier seid, gibt's auch noch eine Flasche Limo dazu. Aber wenn ich euch beim Mischen erwisch, fliegt ihr raus." Echtes Entsetzen. Der Kellner geht, ich grinse. Die Gruppe echauffiert sich über den schlechten Service. Die Stimmung droht zu kippen. Ich mische mich in die schlechte Stimmung ein und verhindere, dass ein Handkäse mit Messer und Gabel gegessen wird. So geht Völkerverständigung. Der Kellner kommt vorbei und honoriert dies zufrieden nickend. Ich weiß, wie oberflächliche Integration funktioniert. Die nächste Bembel-Bestellung übernehme ich. Auch eine Runde Mispeln nötige ich den Touristen an. Die Stimmung steigt, der Kellner wird unser Freund. Die nächste Runde Mispeln geht aufs Haus. Zufriedene Gesichter überall. Instant-Integration. Die Gruppe bestellt ihren 3. Bembel. Ich verabschiede mich und warne sie nicht vor der klassischen Reaktion eines untrainierten Darms auf zu viel Äppler. Auf dem Heimweg muss ich durchs Bahnhofsviertel. Hier, wo der Clash of Cultures nicht nur sichtbar, sondern auf jeder Sprache der Welt hörbar ist. Hier, wo ich mich erinnert fühle an meinen Geburtsort. Hier, wo Frankfurt schon zur Begrüßung jedem Reisenden seine raue Realität rücksichtslos direkt in die Fresse haut. Hier, wo Banker, Babos und Bekloppte gemeinsam beim Barbier sitzen. Wo Werber, Fixer und Hipster vorm Jock-Jock stehen und das Ordnungsamt dafür hassen, dass es ab 10 Uhr kein Bier mehr gibt.
Hier, wo man alle 5 Meter angeschnorrt wird, wie ich gerade eben. Der äußerst höfliche Schnorrer spricht mich an und fragt, Gude, sag mal, hast du mal 3 Euro und 4 Kippen für mich? Ich schaue ihn verwundert und fragend an. Und er erklärt mir, dass das hier ja schließlich Frankfurt sei und man mit Hassemann Euro einfach nicht mehr weit kommt. Ich kann mich der Argumentation nicht entziehen, habe am Ende selber nur noch 1 Kippe in der Tasche und kein Kleingeld mehr. In meinem Geburtsort ist das Ergebnis der gleiche. Allerdings fragt hier niemand nach Kleingeld, sondern kommt mit einem Butterfly und holt sich zusätzlich noch dein Handy. Das sind genau diese Begegnungen, die wahrscheinlich in jeder anderen Stadt stattfinden könnten, die mich aber diese Stadt lieben lassen. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich wollte hier nicht wirklich sozialisiert werden, aber ich bin glücklich, hier groß geworden zu sein. Maximal zu Besuch dort gewesen zu sein, wo ich zur Welt kam. Erst die Unterschiede lassen mich den Status quo in all seiner Schönheit erkennen. Ich liebe die Banker, Babos und Bekloppten im Bahnhofsviertel, die Sachsenhausen-Schickeria genauso wie die Gallus-Gangster. Ich fühle mich als Frankfurter. Doch wenn ich von der Polizei kontrolliert werde, dann merke ich immer noch, dass ich mit Vorurteilen kämpfen muss. Zwar lässt mein Äußeres es nicht vermuten, aber wenn ich meinen Pass heraushole, muss ich irgendwo meine kompletten Daten angeben muss. Wenn ich eine Wohnung suche, immer dann spüre ich die Blicke, die Verachtung, eine Veränderung bei den Menschen, mit denen ich spreche. Und das in einer Stadt, in der es normal ist, dunkle Haare zu haben, in der es normal ist, dass mindestens ein Elternteil keinen deutschen Pass hat, in der man sich als Bürger der Stadt definiert, in der Integration im Großen und Ganzen funktioniert, in der Nazis aufs Maul bekommen, weil sie es eben verdienen. Doch ich scheine die Ausnahme zu sein. Die Grenze der Integration ist bei mir erreicht. Denn in meinem Pass steht Raban Lebemann, geboren am 3.4.84 in Offenbach am Main. En Bembel, da sind 6 Ebbelwei drin. Fragende Blicke. Hier, er zeigt auf den Nachbartisch. En Bembel, gefüllt mit Apfelwein, reicht für 6 Leute. Er spricht wie ein Sonderschullehrer. Nicken. Der 7. bestellt 1 Pilz. Hab ich nicht. Okay, dann hätte ich...